Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier live aus dem Leitzpark, aus dem Leica Store Wetzlar. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und auch vielen Dank dabei, die ja fast Tausende, die nachträglich noch diesen Livestream ansehen. Sie haben natürlich immer auch die Möglichkeit, in der Chatfunktion mit meinem Kollegen Paul, der da dran sitzt, zu chatten. Und wir werden nachher auf die Fragen eingehen. Eins vorneweg, die Stores haben natürlich im Moment geschlossen, aber natürlich sind wir telefonisch und per E-Mail erreichbar. Und wir können aus Wetzlar auch verschicken, ich glaube viele anderen Stores auch. Und wenn man sich morgen oder Montag noch meldet, ist glaube ich die Chance relativ groß, dass die Pakete dann auch vor Heiligabend da sind. Heute ist das Thema Leica SL2S und unser Gast ist wieder Olaf. Hallo Olaf, herzlich willkommen. Hallo Benedikt, danke für die Einladung. Gerne. Die letzte in diesem Jahr, so sieht es aus, ja. Ganz genau. Und wir haben uns ja vor 3-4 Wochen getroffen, ja. Da ging es um die Q2 Monochrom. Ja. Ich glaube, die Kamera haben uns viele zugetraut, auch erwartet, aber was jetzt mit der SL2S auf den Markt gekommen ist, das ist schon was Besonderes. Vor allem in der Kürze der Zeit, aber wenn man sieht, auch meine jungen Kollegen, die hatten heute eine Präsentation und wenn ich dann sehe, man muss auch mal ein großes Lob an das Team, gerade in dieser schwierigen Zeit, und dass die Jungs das in so einer kurzen Zeit, das ganze Team da, was eine neue Kamera relativ zügig rausgebracht haben, Hochachtung vor den jungen Leuten. Und es ist ja nicht, also S stand ja oft für eine abgespeckte Version bei Leica, diesmal gar nicht. Das können wir gleich erklären. Könnte eher für super stehen, ganz genau. Ja. Wir werden ja nachher noch ein bisschen auf die Technik eingehen. Genau. Es kamen ja wieder viele Fragen. Ein Thema war natürlich, wo kommt das Design her? Und auch, zeig doch bitte mehr Bilder aus der Produktion. Ich glaube, das werden wir gleich ein bisschen mehr zeigen. Haben wir. Und wenn man auf das Design der SL-Serie, SL, SL2 und also SL2, SL2S geht, dann muss man natürlich, man hier sieht, wunderbar die Leica R3 nennen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erklären, Olaf. Ja gut, wie gesagt, das Design ist so vielleicht ein bisschen angelegt. Damals hätte die R3 sehr wahrscheinlich einen größeren Erfolg gehabt, wenn sie auch so einen schönen designgeformten Handgriff hätte. Aber wie gesagt, allein diese Formsprache mit dem etwas kastigen, leicht kastigen, aber jetzt auch geschwungenen Design von dem Prismendom. Also muss man schon sagen, natürlich eine Anlehnung, Wiedererkennungswert, das ist ja immer das, und eben reduziert auf das Notwendige. Und das ist einfach das Schöne an unseren Kameras, dass wir eben mit wenig Funktionen trotzdem, würde ich sagen, schon viele Funktionen abdecken können. Es ist ja auch so, was die wenigsten wissen, glaube ich, das Designbüro sitzt in München. Das ist ganz gemischtes, junge Kollegen, die wirklich ganz Außergewöhnliches, auch einen anderen Blick haben als wir vielleicht. Klar. Und im nächsten Bild sehen wir mal so jemand aus der Entwicklungsabteilung. Ja, da sieht man mal wieder so, wie es bei uns so in Wetzlar hier so zugeht. Jetzt sieht man ein Bild von einem Handgriff, wie der gemacht wird. Und mit der 3D-Ansichten und so weiter, das ist also schon hochkomplex. Das muss schon jemand auch können, der es richtig gut kann. Das muss man schon sagen. Also das ist kein Angelernter, sondern jemand, der es richtig kann. Das muss man wissen. Ne? Und dann ist es ja so, die SL2S steht ja auch für ein extrem robustes Gehäuse. Man sieht hier die Deckkappe. Genau, die ist ja aus speziellen Aluminium. Und das wird aus einem Block gefräst. Vorher ist es 4 Kilo etwa. Wenn das einer auf den Fuß fällt, ist man erstmal 6 Wochen krank. Ja. Sollte man nicht machen. Aber wie gesagt, und daraus wird das nachher gemacht. Wir sind natürlich auch umweltbewusst bei Leica, sodass also auch das, was dann nachher noch übrig bleibt, beziehungsweise der sogenannte Abfall, der ja keiner ist, der natürlich dann wieder recycelt wird. Klar. Ja, und dann, das reicht ja noch nicht aus, es wird ja noch nachpoliert. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ist jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Bild, da wird jetzt die Frontschale von der Kamera nachgearbeitet. Das heißt also, wenn jetzt dann immer noch irgendwas steht, dann machen wir das auch gerade. Und vor allem wichtig ist dabei, dass wir auch, wenn wir das Gehäuse, der Deckel wird ja eloxiert, wie so ein Aluminiumfenster, während das Gehäuse ja auch, lackiert wird, aber innen und außen. Also hier sieht man das, genau. Das ist das Eloxal jetzt. Du bist ja Flugzeugmechaniker, ist es ja auch so. Hast du mal gelernt. Also man kann es mit ganz einfachen Worten sagen, das Material wird dann erwärmt und dann fließt praktisch in die Poren, geht die Farbe dann rein. So kann man sich das mal ganz, das ist jetzt ganz flach erklärt. Und wie gesagt, und deswegen ist auch die große Abriebfestigkeit vom Eloxal, sieht man ja, wie gesagt, draußen, jeder, der ein Aluminiumfenster zu Hause hat, weiß das, meine Eltern haben das Aluminiumfenster 1975 einbauen lassen.
ist heute noch wie am ersten Tag. Das ist natürlich toll. Ne? Und so kann man sich das erweitert aufbauen. Sehr wahrscheinlich ist die Kamera aber sehr wahrscheinlich diesen Belastungen des Fensters nie ausgesetzt. Ja. Dann kommt nochmal natürlich eine Kontrolle, wenn das dann fertig ist, sieht man im nächsten Bild, ne, was dann kommt. Genau, ne? Da wird also immer auch vor allem, wie heißt die Kollegin, die das macht, ist ja eine Damenhand. Die gucken ganz genau, ob da noch irgendwelche Unebenheiten sind. Und also wie gesagt, und wenn das was wäre, kommt das sofort auf die Seite, kommt das erst gar nicht in die Produktion, in den Rest, sondern man guckt das schon sehr, sehr genau, weil ja unsere Kunden erwarten, dass das Finish einfach top ist. Ende. Keine so Diskussion. Ja. Dann sieht man im nächsten Bild wie so ein Handgriff, glaube ich. Nein, das ist die Rückschale jetzt, dann die Montage, der Rückschale, Montage. Also wie gesagt, das also auch per Hand immer wieder Kontrollen und das einfach keine Fließbandmontage ist. Immer während der Montage wird immer wieder nochmal geprüft und nochmal geprüft. Und deswegen gibt es auch manchmal, wenn Kunden fragen, warum auf dem Counter der Kamera schon ein paar Aufnahmen drauf sind, das kommt daher, dass die Kollegin oder der Kollege das dann so kontrolliert. Ne? Im nächsten Bild sieht man dann, wie der Handgriff, glaube ich. Montage des Handgriffs. Also auch da, wie gesagt, man sieht auch am Arbeitsplatz, das ist sehr minimalistisch. Hm. Aber wie gesagt, derjenige, der das macht, hat, immer so, wie ich immer so schön gesagt, der hat richtig Ahnung. Hochqualifiziert, würde man sagen. Hochqualifiziert, ja. Das ist eben hochqualifiziert Made in Germany. Dann, ne? Dann kommt die nächsten Schritte. Wir können natürlich nicht alles zeigen, muss man ganz klar sagen. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Aber hier sieht man jetzt mal die Belederung. Auch das ist so eine, hört sich einfach an, beledern, ja. Es gibt Kameras wie die SL2, die jetzt vielleicht etwas einfacher gegenüber einer M zu beledern ist, aber dennoch ist das, wenn man sieht, die filigranen Damenhände, wie die das machen, also ich bin da jetzt nicht so ein Spezialist auf dem Gebiet. Ich kann es auch nicht. Ich bin ein Verkäufer, kein Handwerker. Da muss man das denjenigen überlassen, die es am besseren können. Ja, absolut. Ja, und dann kommt natürlich zum Schluss das Wichtigste drauf. Das ist der rote Punkt. Und da sieht man, dann wird sie zur Leica mit dem roten Punkt, die da sind. Genau. Ja, die Bedienung ist ja im Grunde genommen wie bei der SL2 gleich geblieben. Ja. Da kann man ja nochmal auch ein bisschen drauf eingehen im nächsten Bild. Da kannst du mal ein bisschen beschreiben, was so die wichtigsten Knöpfe sind. Also wie gesagt, jetzt sieht man hier die Deckkappe, mit den zwei Funktionstasten hinter dem Einstellrad, beziehungsweise kann man ja die Zeiten zum Beispiel, wenn man die Kamera auf manuell eingestellt hat, die Zeiten einstellen, oder wenn man die Zeitautomatik eingestellt hat, kann man eine Belichtungskorrektur einstellen. Und dann hinten oben sind halt noch die zwei Funktionstasten. Das ist eigentlich schon unter Auslösung, dann ist schon Ende. Dann ist Ende. Und natürlich, was man von oben sieht, ist für mich als Brillenträger ganz Display. Wichtig. Und Dioptrienausgleich, ein Display. Ja. Der Dioptrienausgleich ist wirklich super einzustellen, muss man ganz klar sagen. Genau, der ist schön schwer rastend. Ja. Das ist eigentlich, dass er sich auch nicht verstellt, wenn ich die Kamera in die Tasche tue. Aber wie gesagt, aber auch gut zu greifen und auch wirklich, dass man das wirklich schön justieren kann während der Einstellung. Ne? Von hinten das Bild, ne? Da wo man, also sieht man jetzt, kann es auch ein bisschen erklären. Auch da ist immer gleich geblieben bei den Kameras? Immer ganz gleich geblieben. Das haben wir ja auch damals bei der M10 haben wir das ja auch. Da haben wir die Play-Taste, eine FN-Taste und die Menü-Taste. Wobei oben am neben dem Sucher ist ja auch nochmal, ist ja die Umschaltung vom Sucher auf das Display. Mhm. Aber ich kann damit auch eine Funktion belegen. Das war ja damals bei der SL nicht der Fall. Mhm. SL2 und SL2S können jetzt diese auch nochmal zusätzlich als Funktionstaste. Ich lege da zum Beispiel immer die Belichtungsmessung als Messmethode, die Mehrfeldmessung, Integralmessung oder Spotmessung, die lege ich da drauf, dann habe ich die direkt am Auge und das ist eigentlich sehr, sehr schön abzugreifen. Am Auge ist das richtige Stichwort für den wirklich sensationellen Sucher. Der Sucher ist ja ein OLED-Sucher mit 5,78 Millionen, 5,8 von mir aus. Ja. Und das Schöne ist dabei einfach, er ist auch, hat diesen, nicht diesen TV-Look, dieses Harte oder diese Konturen, sondern er ist ein etwas weicher und diese Weichheit ist für mich als Betrachter ist das Bild harmonischer im Sucher. Und das ist ja immer, der Sucher ist das Gestaltungsmerkmal, das Gestaltungszentrum und das sollte schon so sein, sehr nah, so wie ich es eigentlich sehe. Und da sind wir schon sehr, sehr nah.
ich sag mal, trotz Einstellhilfen, der manuellen Fokussierung, Fokus-Peaking, Sucherlupe, man kann mit diesem Sucher, mit manuellen Objektiven, wie man so sagt, auf die Mattscheibe scharf stellen. Genau, das funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, durch die Auflösung und dass der Sucher eben nicht es gibt Sucher auch von Mitbewerbern, die auch diese 5 Millionen haben oder über 5 Millionen. Manchmal ist mir der aber zu hart und auch zu scharf, so überschärft, sage ich immer. Und dann ist mir das nicht mehr so harmonisch. Also mir ist dieser etwas weichere Sucher, ist für mich als Betrachter beziehungsweise für mich als Gestaltungszentrum angenehmer. Du weißt ja, wofür die Abkürzung OLED-Sucher steht, ist vom Kunden geschrieben. Ah, ja. OLED-Sucher heißt Olafs elektronischer Durchsichtssucher. Ja, daher kommt die Abkürzung. So. Genau, daher kommt die Abkürzung. Ne? Haben wir von hinten die Bedieneroberfläche. Genau. Auch klassisch wie bei CL, wie bei Q-Kameras. Genau, das haben wir, wie bei der M. Und das haben wir jetzt vereinheitlicht, ja, Gott sei Dank. Das muss man auch sagen. Ist ja für Kunden, die sowohl als auch, es gibt ja Kunden, die eine SL2 haben und auch eine CL, das ist ja kein Widerspruch. Und die haben dann die Möglichkeit, eben umzuschalten. Eben hatten wir das Fotobild gesehen, also das Fotomenü. Später kommen wir noch auf das Videomenü, weil das ist dann als mit weiß dargestellt, damit ich weiß, aha, da bin ich in einem anderen Modus. Alles über Touchscreen zu bedienen, ganz einfach. Oder abstellbar, wenn das einer nicht mag. Es gibt ja Leute, die sagen, toll, dass die Kamera das hat, aber Touchscreen ist nicht so mein Ding. Ich kann das auch gerne, kann man dann abstellen. Klar. Aber ich kann auch hier so aus der Erfahrung sagen, auch aus den Kameras, die das ja schon haben, es wird schon sehr viel benutzt, weil es natürlich sehr intuitiv und einfach. Selbst eine SL2S kann man ohne Bedienungsanleitung, wenn ein bisschen der Fotografie zu Hause ist, direkt bedienen. Ich benutze Touch-Display so gut wie gar nicht. Siehst du? Aber das ist das Schöne wiederum. Das ist ja die Freiheit, die wir jedem Kunden einräumen. Ja. Ein Kunde ist so, ich als Kunde bin etwas anders und das ist auch in Ordnung. Und das ist genau deswegen machen wir die Sachen für den und den Kunden. Nicht nur für eine Sorte Kunden, sondern für 1000 Sorte Kunden. Das ist ein wahres Wort. Und wenn wir natürlich so ein bisschen zu dem technischen also erstmal ist die Kamera wetterfest. Also es gibt das Wetter, was die Kamera nicht aushält, gibt es glaube ich also nicht. Ja, IP54, das ist schon sehr, sehr hoch. Das gibt es noch IP60 und 65, das gibt es auch noch. Das ist dann, ja, aber das, diese Sachen, wo ich als Mensch mich auch noch irgendwann mal draußen noch wohlfühle. Also wenn jemand beim Hurricane macht, da keiner mehr Bilder, ja. Das wird jetzt keiner machen, aber wie gesagt, für die normalen oder auch draußen bei den Expeditionen ist das kein Ding. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den technischen Daten. Ich lese das mal so runter, dann können wir was sagen dazu. Also die Kamera hat natürlich Antiverwacklungstechnik eingebaut. Die funktioniert natürlich mit allen manuellen M-Objektiven. Ja. Das ist natürlich toll, mit M-Objektiven damit zu fotografieren. Genau. 24 Megapixel und einen rückwärts beleuchteten Sensor. Genau, der BSI-Sensor. Man sieht, liest gleich mal, hat mal irgendwo gelesen, also das ist eine Korrektur. Wir haben das ist ja wahrscheinlich ein Schreibfehler, BIS, das stimmt nicht, also das gibt es gar nicht, sondern BSI, Backside Illumination, das ist also von der Rückseite. Und wie gesagt, das ist ja auch die international gültige Abkürzung, die wir ja natürlich auch in unseren Unterlagen haben. Und das ist jetzt eine neuere Sache, was natürlich auch der Sensor insgesamt auch bei höheren ISO-Zahlen, weil die Kamera ist auch ja für Reportagen auch bei fast kein Licht auch zu gebrauchen und da spielt sie natürlich ihre große Stärke aus. Ne? Dann natürlich 25 Bilder pro Sekunde im DNG, also extrem schnell. 96 Megapixel im Multishot-Modus. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erklären, was heißt Multishot? Genau, das ist ja wie bei der SR2, die ja dann die 8 Bilder, man macht dann ein Bild machen und die 8 Bilder, die dann werden zueinander verrechnet und dann komme ich bei der Kamera bei 96 Megapixel. Also 330 MB DNG hat die SL2, also davon die Hälfte. Also hat man schon, man braucht auf jeden Fall eine, wenn man solche Aufnahmen macht, das kann man machen für Landschaften, das kann man machen mit Gebäuden, also Architektur, also bei allen Motiven, die nicht wegrennen. Ne? Und dafür kann man das gut nutzen. Und wie gesagt, da braucht man der Bildstabilisator, alles, was man vorher im Menü eingestellt hat, braucht der Kunde sich nicht drum kümmern. In dem Moment, wo dieser Modus eingestellt wird, schaltet die Kamera das alles ab. Das heißt, man braucht entweder ein Stativ oder eine feste Unterlage, dann läuft das. Aber in dem Moment wird das alles von der Kamera übernommen. Die
Ja, und ich meine, was hier noch steht, L-Log-Videomodus, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Interessante Sache, also den ersten Punkt, den man schon festhalten kann, wer wirklich eine Kamera sucht, wir werden gleich Beispielbilder sehen, die bei hohen ISO-Top-Bilder macht. Ja. Wie ist jetzt Heiligabend? Der, ich sag mal, Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum, ich sag mal, der fotografische, ja, sehr anspruchsvoll an die Kamera. Manchmal der Super-GAU, je nachdem, was man halt auch für Köln, so sagen, aber was man dann manchmal auch für Lampen hat. Es kommt immer darauf an, was wenn man so in so einem zusammen ist. Wenn ich jetzt Bilder mache zu Hause bei meinen Eltern, ja, aber die ich dieses Jahr nicht besuche, sondern nur per Videochat, weil mein Vater ist 90 und da möchte ich den schon noch, ich möchte ihn noch ein paar Jahre haben. Ja, kann ich, ja. Und der hält auch so lange durch. Das ist nicht das Thema. Aber wie gesagt, deswegen, aber da, ich kenne ja noch die Situation aus dem Vorjahr und diese Situationen, also da sind manchmal Leuchten auch, aber da interessiert es meinen Vater oder meine Eltern nicht, welche Lichter da sind, dann macht ihr Junge, mach mal schöne Bilder. So, ja. Dann sollen die stimmungsvoll sein, ich kann die natürlich blitzen, das ist natürlich möglich, aber das ist dann irgendwo, macht man auch alles, zerstört man auch. Nein, also hier kann man mit der SL2S locker 25.000 ISO, werden wir gleich sehen, das ist schon fantastisch. Schön, ja. Eine Sache, wofür du 14 Jahre hier in dieser Firma gekämpft hast, ist Capture One, die Integration von Capture One. Genau, da musst du jetzt mal ausholen. In 14 Jahren, ich habe das immer gesagt, weil ich sage ja nicht die alle Fotografen. Ich habe es mal übertrieben, da wurde ich dann eingebremst und das ist auch in Ordnung und das habe ich auch hingenommen und habe dann gesagt, na gut, dann die meisten halt. Mhm. Dass die meisten halt den RAW Converter von Phase One benutzen oder Capture One jetzt, die ja sich aufgeteilt hat, die Firma. Und aber wie gesagt, da bin ich jetzt froh, dass wir eine direkte Anbindung haben, dass die ICC-Profile, also das Farbe, dass das alles stimmig ist. Und da habe ich jetzt seit 14 Jahren immer gesagt, wir müssen das haben. Und ich bin jetzt 58, also ich habe keine 14 Jahre mehr Zeit für was anderes. Ja? Also es muss jetzt anders gehen, aber wir haben ja jetzt dieses junge Team, was jetzt gerade die Professional-Produkte macht. Die ziehen da auch mit und wie gesagt, das sind ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, das sind ja junge Leute dabei, die ja auch meine Söhne sein könnten. Ja, da gibt es ja keine Diskussion und die machen das richtig gut und ich bin auch sehr stolz auf die Jungen. Das sind, da mache ich mir um die Firma dann im Nachhinein, wenn ich mal in Rente bin, keine Sorgen. Also man muss ein bisschen erklären, was ist Capture One? Capture One ist ein RAW-Converter. Ein RAW-Converter, ja. Und der eben, wie gesagt, bei vielen professionellen Fotografen eingesetzt wird. Der auch, wenn man sieht, die Farbigkeit bei verschiedenen, gerade in der Modeszene, sieht man das. Das, da war ja auch mal, wenn ich sehe bei Heidi Klum, bei Germany Next Topmodel, da ruft mich meine Tochter immer, die guckt sich nämlich das an und dann sagt die immer, Papa, guck mal, der Fotograf, was der da macht. Und dann sehen die, gucken die dann immer auf den Bildschirm zusammen, was sie für Ergebnisse haben. Und dann sehe ich dann sehe ich natürlich, welches Programm benutzt wird. Dann denke ich wieder, siehst du, war doch wieder mal richtig. Ja. Und man kann natürlich mit Capture One direkt reinfotografieren, die Kamera ist mit Kabel verbunden und entsprechend. Wir können das mit der SL2S machen, wir können das mit der SL2 machen, wir können das auch mit der älteren SL601 machen und wir können es mit der S007 und S3 machen. Was noch fehlt, das kommt aber im nächsten, also im Update kommen, ist das Live-Bild, dass ich das dort sehen kann. Aber zurzeit kann ich direkt rein fotografieren und man sieht auch schön, zack, 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 laufen die Bilder da rein. Und das ist für jemanden, der im Studio fotografiert oder der jetzt gerade diese Still-Life-Geschichten macht, zum Beispiel wie der Oliver Bracher zum Beispiel, der sagt, das ist ganz toll. Ja, jetzt kommen wir zu dem ersten Beispielbild, bevor wir uns das Thema Objektive zuwenden und Video. Das ist hier eine Aufnahme bei ISO 6400. Ich glaube, Olli Vogler hat die gemacht, ich weiß gar nicht, ne, aus der Leica Akademie, wo man schon sieht, also da ist ganz wenig Rauschen, auch bei so einer Aufnahme. Im nächsten Bild, wenn wir das gleich zeigen können. Frankfurt könnte, hat der Oliver auch gemacht. Genau, ist auch auf Frankfurt hier. Hier sieht man natürlich auch, dass die Antiverwacklungstechnik gut funktioniert. Dann haben wir mal eine Porträtaufnahme. Also hier finde ich natürlich sehr spannend den Dynamikumfang, der auch gezeigt wird. Also überall in der Zeitung, hinten in Lichtern sind Zeichnungen. Ja. Das ist natürlich auch eine Stärke dieser Kamera, da den Dynamikumfang zu haben. Und dass man im nächsten Bild sieht, dass man auch
ich sag mal, hohe ISO-Empfindlichkeiten tagsüber brauchst, wenn ja. ich so einen Flieger fotografieren möchte. Wenn es so Wetter ist, wenn ich jetzt strahlender Sonnenaltstein habe, dann wird die ISO-Zahl natürlich sehr wahrscheinlich weiter runter marschieren. Aber das ist jetzt eine Aufnahme, weil jetzt bei so einem Wetter, dann brauche ich das schon mal, klar. Ich brauche aber die Geschwindigkeit, weil ich möchte das Flugzeug ja einfrieren oder ich ziehe halt mit, je nachdem, was man haben will. Und ja, dann haben wir ein Bild mit einem Sigma-Objektiv. Das geht das ja natürlich L-Mount. Auch darum. Genau, ja. L-Mount. Auswahl der Objektive erklären wir gleich ein bisschen hier. Man kann sich die Bilder natürlich auch im nachträglich auf Standbild ansehen und dann kann man noch ein bisschen genauer reinschauen. Auch das nächste Bild ist mit einem Sigma-Objektiv gemacht. Eine finde ich eine sehr schöne Aufnahme einfach, weil sie so, das kann man sehr gut auch nachfotografieren. Ja. Und das lebt ja auch von seiner wirklichen guten Verteilung vom Licht her. Und dann kommt ein Bild, was mir am Herzen liegt, aber nicht von mir ist. Jedes Mal kommt ein Bild von Köln vor, es liegt aber nicht an mir. Jeder weiß, ja, der Kölner Dom ist gehört, glaube ich, zu den meist fotografiertesten Gebäuden oder das meist fotografierteste Gebäude in Deutschland sogar. Also der Standpunkt ist ja direkt neben der Hohenzollernbrücke. Der ist natürlich super zu fotografieren, da kann man sein Stativ aufbauen. Da stand früher bei Ballauf und Schenk die Bratwursthütte. Im Tatort. Ja, das ist ja ein legendärer Platz. Ne? Und man kann auch wirklich warten, die Sonne geht da ganz wunderbar unter und man kriegt ganz viele Bilder. Man kann auch Zeitraffer-Videos da machen und in aller Ruhe fotografieren. Das sind natürlich eindrucksvolle, sehr farbkräftige Aufnahmen, aber im nächsten Bild, das ist Wetzlar, da finde ich jetzt mal, da zeige ich die Kamera. Heidelberg, schon Heidelberg. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, das ist das Schloss da. Das ist der Lecker. Ja. Und da sieht man jetzt einfach, was da für eine Detailzeichnung in den Lichtern und Schatten ist. Und im Himmel noch das Zart. Also das finde ich eigentlich noch tatsächlich, das Köln-Bild ist so ein bisschen, man sagt, okay, ist ein tolles Foto, aber das Heidelberg-Bild, nicht Wetzlar, er zeigt natürlich, was die Kamera kann. Ja. Und im Thema Sportfotografie, auch da braucht man ja ganz hohe ISO-Zahlen. Man sieht hier ISO 5000. Da hat die Olli jetzt fotografiert, auch mal beim Basketball. Ja. Und sieht man, dass man dann, wenn man auf eine kurze Verschlusszeit kommen möchte, die Hallen sind nicht besonders hell. Genau, und dann kommt das schwierige Licht hinzu, weil manche Hallen haben wirklich modernes Licht, aber es gibt auch Hallen jetzt, sagen wir mal, auf den Dörfern, die ja natürlich jetzt nicht High-End-Lichter haben, da wird das dann schon schwierig. Und das sieht ja schon da ganz gut aus. Dann das nächste Bild, das finde ich jetzt mal eindrucksvoll, weil das zeigt, was die Kamera kann. ISO 64.000. Die ist nur erreichbar, wenn man das hat. Die ist nur im Auto-ISO-Bereich möglich, weil wir die Kamera ja zwischen 50 und 100.000 einstellen können, manuell. 50.000. Wer auf die 64, die jetzt die sucht, gleich um die Frage gleich vorne wegzunehmen, die erreicht man dann nur im Auto-ISO. Dann stellt sie auch einen Zwischenwert ein. Und das ist also schon, man könnte dann sagen, wenn ich das Bild habe und habe sonst keine anderen Möglichkeiten, kein Blitz, kein Nix, kein gar nichts, ich darf nicht blitzen, Kirchen, macht man das eigentlich auch nicht. Und aber jetzt kommt der Ausschnitt, jetzt sieht man mal, was die Qualität sozusagen im nächsten Bild, was dann da möglich ist. Ja, wenn man das vor ein paar Jahren, ich meine, das ist ja nicht, wir reden jetzt gar nicht von vor 20 Jahren, sondern vor ein paar Jahren, da hätte man schon gesagt, dann war ja auch solche Aufnahmen mit so einem High-Eye-Modus möglich, also dass man dann so einen riesen Modus hatte. Nur dann waren die Farben ja total weggekippt. Dann war von den Farben ja nichts mehr da. Genau, und jetzt ist es dann haben wir hier selber mal einen Versuch gemacht. Die Kollegin, die Sarah, die hier die Technik macht, bei ISO 100.000, was natürlich vielleicht bei Licht mal so ein bisschen Quatsch ist, aber manchmal auch nicht, weil man möchte vielleicht auch mal ein bisschen abblenden. Irgendwas machen, vielleicht eine Bildaussage, man will dieses Korn vielleicht oder dieses Farbrauschen da hineinbrötchen, könnte man ja sagen, schön auch in Schwarz-Weiß umwandeln, einfach nur um diesen Look zu haben. Und es sah jetzt, finde ich, wirklich gut aus. Also es war jetzt nicht irgendwie, manche Kamera war bei ISO 400 verzählen. Wer es kann es nachvollziehen, wenn er die Kamera hat oder hier ausprobieren kann. Ganz so sieht's aus. Das kann er alles nachvollziehen. Wenn wir natürlich jetzt, haben wir die Kamera ein bisschen besprochen, natürlich können wir gleich auf Fragen noch eingehen. Thema Objektive. Natürlich ist das eine L-Mount-Kamera. Genau. Die L-Mount-Allianz ist eine Verbindung von Sigma, Panasonic und Leica unter der Führung oder Erfindung von Leica. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen dazu was sagen. Also wie gesagt, der L-Mount steht ja für Leica-Mount. Das heißt also, Leica ist der Erfinder dieses Anschlusses. Nicht eine andere Firma, sondern wir haben, deswegen heißt er ja so. Und da haben sich dann eben zwei andere Hersteller noch mit angebunden, weil eben um diese Kompatibilität und zum Beispiel auch für uns, zum Beispiel wenn wir bei Sigma sind, die haben zum Beispiel 150-600, werden wir sehr wahrscheinlich in der Form in den nächsten Jahren nicht haben.
Beispiel. Mhm. Ja? Und dafür haben wir natürlich, ist es dann schön, wenn man einen Partner hat, der diese Art Objektive, jetzt, ich meine, die haben sich ja auch in den letzten Jahren massiv verändert, mhm, und nach vorne verändert. Sigma, und ich habe eine liebe Kollegin von Sigma, die wohnt übers Feld gefühlt 3 Kilometer von mir weg. Mhm. Ne? Und die gibt mir schon mal was zum Testen. Und das ist schon, was die machen, schon ganz gut. Ja. Und die, das, was es von uns gibt, man sieht ja im nächsten Bild eine Tafel an Objektiven, die wir so gerade lieferbar haben. Das sind genau natürlich die Prime-Objektive, wo es einen extra Livestream mit uns beiden gibt. Ne? Genau. Dann die 3 Zooms und das 1450 Summilux. Es ist ja so, die Kunden, sagen wir mal, wenn man jetzt unsere Originalobjektive sieht, die wir in unserem Portfolio haben, dann werden sehr wahrscheinlich die meisten Kunden von uns die Objektive kaufen, weil sie natürlich, wie ein lieber Kollege mal von mir gesagt hat, von einer anderen Firma, der hat gesagt, 95% sind sehr, sehr eng. Die letzten 5% kosten das Geld. Und wenn du sagst, du willst das Letzte haben, diesen Sprung nochmal auf ganz hoch, dann muss man das Geld als Hersteller in die Hand nehmen. Und das ist das, warum unsere Kunden ja auch diese Objektive und sowas das mögen. Und das, was wir im Portfolio haben, das werden die in der Regel von uns kaufen. Wenn wir aber Objektive nicht im Portfolio haben, wie zum Beispiel 150, 600, dann werden die auch auf einen anderen Hersteller ausweichen. Aber man sieht schon bei manchen Sachen allein, es geht gerade mal immer nur um die Schärfe. Manchmal, man hackt zu sehr auf der Schärfe immer rum. Hm. Ich sage auch immer so die Bildanmutung. Man sieht schon und man kann schon sehen, wenn unsere Kamera mit unserem Objektiv unterwegs ist, als wenn sie mit einem anderen Objektiv unterwegs ist. Die Schärfe ist oftmals, sind sehr beieinander, aber manchmal die Farbgebung, und der eine Kunde mag das lieber, das Bokeh liebt das. Und das sind so Dinge, wo man einfach sagt, ja, dann nehme ich das von Leica, weil das eben nochmal dieses vielleicht nicht greifbare mehr hat. Was auch schön ist, dafür haben wir so ein tolles Hobby. Das ist manchmal Beruf. Manchmal gibt es Sachen, wo man nicht begreifen kann, aber die sind halt, wie sie sind, in der Ende. Wir haben aber, also das Thema ist natürlich, an diese Kamera passen eine Menge an Objektive. Und wir haben uns hier gedacht, wie können wir uns denn hier darstellen? Und wir haben ja 2 Auszubildende, Anna und Moritz, die lernen hier Fotomedienkaufleute, sind das hier. Mhm. Die kriegen ja eine ganz tolle Ausbildung. Schön. Und die Sarah ist ja Fotografin. Ja. Und die haben mal gesagt, okay, wir machen mal Bilder, wie die Kunden sie eigentlich auch bei uns im Store, ja, machen, mit den unterschiedlichen Objektiven. Und wir fangen mal an mit dem 2075. Da sieht man ein wirklich ganz tolles Bokeh, was alles hat. Ja? Ja. Zeichnung, Weichheit, und im nächsten Bild sieht man einen Ausschnitt, dass man das Auge sieht. Und dann sieht man auch tatsächlich, was wir letztes Mal besprochen haben, auch, dass die Summicron, also die Prime-Serie, viel weniger visuelle Schärfentiefe hat, als die Blende es aussagt. Ja? Also hier sieht man einen Ausschnitt, und im nächsten Bild sehen wir, also das sind die SL-Objektive, dann beispielhaft für die M-Objektive. Und nochmal, es ist toll, mit den M-Objektiven und Anti-Verwacklungstechnik zu arbeiten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was, ja, sagen, genau, was richtig anwendet. Wir haben ja in der Kamera ja einen Stabilisator in der Kamera, der allerdings, und das, wir haben schon ab und zu mal, wo jemand fragt, den kann ich ja gar nicht aktivieren. Hm. Das ist ja ausgegraut, was mache ich denn jetzt? Das sag ich, und Leica sagt, die haben den Bodystabilisation, das ist gar nicht einwählbar. Da muss man in der Kamera Einstellungen, und dann auf der zweiten Seite der Kamera Einstellungen gibt es die Möglichkeit der Objektivauswahl. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Objektiv hat, also jetzt sagen wir keinen Original-Adapter hat, oder ein Objektiv drauf, ich sage jetzt, nimm mal ein Beispiel. Ein Minolta Rokor Objektiv, kennst du noch, ja, aus dem Minolta XT7? 1255. Ja. Mit dem Novoflex-Adapter ist nicht anwählbar. So, dann wähle ich ein R-Objektiv aus, von mir aus dem 50er. Und wenn ich das Objektiv ausgewählt habe, dann in dem Moment kann ich den Bildstabilisator ein- oder ausschalten. Weil natürlich der Bildstabilisator muss die Brennweite kennen, damit er richtig arbeiten kann. Ja, also wie gesagt, wenn man dann nimmt man ein Objektiv, was dann, wenn das, wie gesagt, das 55, dann nimmt man den 50er fertig als Beispiel. Also die einfachste Variante, wenn man M-Objektive hat, ist die einfachste Variante, man hat die 6-Bit-Kodierung, den Originaladapter. Dann erkennt er das automatisch. Sollte aber, wie gesagt, aber es gibt ja, wie gesagt, Kunden, und wir müssen ja auf die Kunden auch sofern Rücksicht nehmen, wenn jemand schon sowas vorab mal gekauft hat und so weiter, dann hat jetzt einen Novoflex-Adapter, der nicht jetzt kodiert ist,
dann muss er ja trotzdem die Möglichkeit haben, mit unserem Objektiv, das ist ja das Versprechen, was wir ihm geben, dass er das trotzdem nutzen kann. Dann haben wir natürlich ausprobiert das Noctilux bei der M1275 und das gleiche Bild wieder hier. Ja. Man sieht, das Bokeh ist ein bisschen anders. Und anders, wenn man dann auf den Ausschnitt geht, sieht man, dass das auch extrem gut ist, ja, offenblendig. Also da muss man auch sagen, ja. Aber man sieht schon Unterschiede im Bokeh. Also es ist schon, da machen beide Sinn in der Fototasche. Da ist man auf hohem Niveau, jammert man da. Genau. Und dann gehen natürlich die R-Objektive. Ja, und da haben wir ja wirklich so eine ganze Palette gebraucht. R-Objektive. Ja, und ich nehme mal so Highlights. Highlights ist für mich so ein 2.0-180 Apo-Zoom. Gut, das ist aber schon selten. Deswegen, wer es hat, bitte nicht abverkaufen, behalten, ja. SL2S kaufen. Das sind so Beispiele, ja. Das war immer so mein, und damit kann man ganz mit dem 180er kann man eine wunderbare Landschaftsaufnahmen machen. Das da verstaucht sich die Perspektive. Ja, eben, weil man immer denkt, naja, Weitwinkelaufnahmen, das sind einfach die klassischen Aufnahmen für Landschaften. Nein. Das 180er 2.0 Apo so Mikron, man findet es ja kaum. Das ist ja deswegen habe ich ja immer lange nicht mehr in der Hand. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich meine Hand hatte. Ein Killer-Objektiv, ja, und das macht Spaß. Wir sind natürlich ein bisschen sozusagen hemdsärmeliger angegangen. Man findet ganz oft das 60er Makro, das gibt es für 300-400 €. Genau, weil ja immer noch gefragt wird, wann mache ich denn endlich mal ein Makro-Objektiv? Bei der Menge an Objektiven. Die dann kann man sagen, natürlich, wenn man das 100er Makro kennt, das Apo-Makro Elmarit und eventuell noch mit dem L-Pro dazu oder wie gesagt das 60er Makro, was es ja auch noch mit so einem Tubus gibt, dass man eben da auch näher rankommt. Also das sind schon Objektive. In der Makrofotografie ist man ja jetzt hoffentlich nicht extrem schnell unterwegs, sondern da nimmt man sich ja auch mehr die Zeit. Und aber wie gesagt, aber vielleicht wird doch noch ein Makroobjektiv AF-mäßig kommen, aber das wird die Zeit bringen. Also das nächste Bild ist dann der 60er Makro. Man sieht so im Bokeh gleich, wenn man wir haben immer die gleiche in Weißabgleich genommen, immer identisch, ja. JPEGs, auch keine RAWs, damit der RAW-Converter nicht anfängt rumzuarbeiten. Aber trotzdem, guckt euch mal da an, wenn man sieht, da sind ja teilweise Aufnahmen, beziehungsweise das Objektiv ist alt, wie manch einer, der hier im Store ist. Der ist jünger. Also die Auszubildenden auf jeden Fall, die das zum gemacht Beispiel, haben, wie ja. Anna. Und man sieht im Bokeh, dass die Lichter im Bokeh anders sind. Also da sollte man ein bisschen drauf achten, dass man da auch sehr kreativ mitarbeiten und spielen kann. Aber wie gesagt, das ist aber trotzdem kann man sich das Objektiv, und man kann diese Objektive ja auch immer noch mal reparieren lassen, wenn irgendwann was ist und so weiter. Das sind ja auch Attribute, die für so ein Objektiv auch sprechen. Dann natürlich alles. S-Objektive passen auch alle mit dem Adapter, natürlich. Ne, das heißt also mit dem S-Adapter L-Mount, dazu Bild, sollten die Objektive, das war auch vor kurzem eine Frage von einem Kunden, der eine alte S2 hatte und hat diese Objektive nie an einer anderen Kamera benutzt, dann müssten die abgedatet werden. Das kann man aber hier machen mit einer S3. Dann werden die Objektive abgedatet. Die Kamera hat ja auch das Firmware-Update, nicht nur für die Kamera selber, sondern auch für die Objektive. Und dann datet ihr das Objektiv ab und dann ist der Adapter wunderbar einzusetzen. Update, eine gute Frage. Es war auch, die Sendung besteht ja aus Kundenfragen, muss man ja sagen. Wir kriegen ja ganz viele Fragen. Und eine Frage war natürlich auch, also braucht man für das Update, wenn man eine SL oder wie auch immer updaten möchte, muss dann eine L-Mount-Optik dran, dann die Kamera? Nein, man kann direkt updaten. Ja. So. Ja. Also wer einer ausschließlich R-Objektive hat, ist kein Problem. Dann war die Frage, kann man andere L-Mount-Objektive über die Kamera updaten? Das geht nicht. Nein. Das muss dann also jeweils über den Hersteller, also Panasonic Sigma, passieren. Das funktioniert nicht. Ansonsten wird hier alles übertragen, aber das funktioniert nicht. Ja. Dann geht es weiter in die Produktion, sieht man so ein bisschen die Objektivproduktion, ein Bild, hier ist Rohglas, im nächsten Schritt. Das ist jetzt immer schön, das wird dann hier gesäubert, jetzt schön die Oberflächen und so, das ist schon, also das macht dann eine Dame, die das in ganz penibler Feinarbeit dann immer kontrolliert, und wenn dann noch ein Stäubchen ist und nochmal weg, also das ist schon, da kann man manchmal vielleicht verzweifeln, weil dieser Staub ist ja
Es ist ja trotzdem ein Reinraum, aber wie gesagt, der auch etwas anders belüftet ist, aber trotzdem ist es... muss das exakt und sauber das sein. Das muss einfach perfekt sein. Und dann wird auch ablackiert, sieht man genau, im, das hier an der Seite. Also das ist zum Beispiel eine Arbeit, die einer, der das noch nie gemacht hat, der wird eher sehr wahrscheinlich oben die Fläche beschmieren, als an der Seite. Also das war jetzt ja der Punkt, ja, wo sozusagen der Rand des Glases sozusagen verschlossen wird. Ne? Ja. Also das, und dann wird ablackiert, genau. Sieht man hier jetzt genau. Um eben auch nochmal das Reflexionen bzw. Restlicht überall, was es ja mal sein könnte, zu minimieren. Also die sogenannten Lichtfallen. Ja. Die da sind. Dann kommt natürlich die Elektronik. Ein L-Mount-Objektiv besteht natürlich aus viel Elektronik, muss man ganz klar sagen, die natürlich verbaut wird und von Kollegen, die das auch schon... Und die werden dann diese Objektive auch anlernen, das heißt, das Objektiv wird dann an so ein Gerät angeschlossen, man kriegt dann mitgeteilt, was es für ein Objektiv ist, mit allen, wo die ganzen Toleranzen hinterlegt sind, denn wenn das Objektiv später an eine SL2S drankommt, kennt die Kamera genau, welches Objektiv das ist und umgekehrt, die vertragen sich dann und sagen, wir passen zusammen. Wir passen zusammen. Ne? Genau. Und dann sieht man hier nochmal, das ist dann, glaube ich, dann die Kontrolle nochmal, die stattfindet, um dann zum Schluss... Das ist mal wieder Einzelsachen, das ist also jetzt keine Fließbandfertigung. Wir kennen bei uns einfach immer nur Einzelfertigungen, die natürlich dann auch etwas aufwendiger sind, aber genau das ist ja das, was man auch aus anderen Branchen kennt. Ich denke jetzt mal so an Uhren, die jetzt in Handarbeit von einem Uhrmachermeister gemacht werden, wird unterschrieben. Der Uhrmachermeister Müller, der Uhrmachermeister Schmidt hat das jetzt gemacht. Und das ist natürlich so Dinge in der heutigen Zeit oder auch in der damaligen Zeit schon, wo Menschen, die sich damit identifiziert haben, gesagt haben, okay, ich leiste mir das besonders, ich möchte die vom Uhrmacher Müller haben, die Uhr, nicht die vom Schmidt. Den Müller kenne ich, nicht von dem will ich die Uhr haben. Das ist ein Beispiel. Ne? So ist es fast auch bei uns. Ja. Denn man sieht im nächsten Bild, dass die Elektronik dann aufmontiert wird. Genau. Und zum Schluss kommt dann das Bajonett drauf. Genau. Das ist quasi der rote Punkt des Objektivs, das Bajonett, dann funktioniert es. Und dann ist so ein Objektiv per Hand gebaut. Und wer noch ein bisschen mehr zum Objektiv wissen möchte, wir haben ja den Livestream gemacht, eben schon erwähnt, über SL-Festbrennweiten. Und dann das große Thema, muss man sagen, Video. Also die Kamera, also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Unterschiede erklären an der Frage SL, SL2S. Wo sind die großen Unterschiede? Also der SL-Typ 601 zu SL2S. Also für die einen SL601 haben, was ist der Grund, eine SL2S zu kaufen? Ja gut, erstmal der Sensor. Das heißt also, wir können, also dieser Backside Illumination Sensor, der neue Sensor, dass die Kamera bei höheren ISOs einfach sichtbar besser ist. Nicht nur weniger Rauscht, sondern auch die Farbe viel besser hält. Das ist dann einfach so. Dann ist die Kamera auch schneller. Das heißt, der Prozessor ist ja ein schnellerer. Er speichert mehr ab. Bei der SL2S kann man, solange der Akku drin ist, JPEGs machen. Bis die Karte nicht mehr kann, bis der Akku nicht mehr kann. Das würde zum Beispiel bei der SL nicht gehen. Ja. Und natürlich auch das Display, der ist Autofokus, super. Muss man nennen. Autofokus ist eine ganz andere Geschichte. Der Autofokus wird dann auch nochmal, auch im Frühjahr nochmal, da gehen wir auch nochmal ran. Da werden nochmal durch neue Algorithmen, wird das alles sich nochmals steigern. Und eine Funktion, die natürlich ein großer Unterschied ist, ist die wirklich professionelle Videofunktion. Ja, die Codierung ist ja jetzt 265. Die war ja 264 in der Vergangenheit, wobei das ja, sagen wir mal, von der Qualität visuell wird man da jetzt keinen Unterschied sehen. Nur die Dateiformen oder die Dateigrößen sind ja unterschiedlich. Also die Kamera kann ja auch ohne Zeitlimit aufnehmen auf die Speicherkarte. Genau, das ist jetzt das Neue, dass die Kamera nicht nach 29 Minuten einen Cut macht, sondern die SL2S kann jetzt auch über die 29 Minuten hinausgehen. Das kann auch, auch die SL2 nicht, die geht auch bei 29 Minuten, hält die an, aber die SL2S geht jetzt über die 29 Minuten drüber. Und sie kann die volle 4K, wie es wahrscheinlich 4.2210-Bit-Qualität direkt auf die Speicherkarte. Genau. Das ist im Grunde genommen, sagt man, so ein bisschen schon eigentlich HDR-Qualität, die da kommt in 4K, 60 Bilder pro Sekunde. Und eine Sache, die wirklich, ich sag mal, ganz, ganz wichtig ist für Filmer, ist der sogenannte L-Lock.
Ja, genau. Und da haben wir ein schönes Bild Animation hier. Vielleicht kannst du ein bisschen was erklären zum L-Lock. Ah ja, genau, das ist jetzt, wie gesagt, das L-Lock ist natürlich sehr, sehr flach. Das heißt, es ist... Ist eine Einstellung in der Kamera. In der Kamera, genau. Das würde für jemanden, der sich mit Video nicht so beschäftigt oder überhaupt nicht, das muss man auch akzeptieren, wenn einer sagt, nö, die SL2S ist mir eine Kamera, ich will da fotografieren, möchte keine Video machen. Aber da ist das Bild sehr flach. Und wer das aus Versehen einstellt und das nicht kennt, der wird sagen, oh, was ist denn da los? Aber das ergibt die Möglichkeit später in einem Programm wie Adobe Premiere oder Final Cut von Apple oder von anderen Programmen, Blackmagic, DaVinci, gibt es dann die Möglichkeit, dieses Bild dann nochmal wie bei einem RAW-Format, das ist aber jetzt keins, aber es ist so ein bisschen nachzuarbeiten, die Kontraste anzuheben oder die Tiefen anzuheben oder die, wie gesagt, die Farbigkeit zu machen. Und das kann man jetzt machen. Und dann muss man sagen, hat sie ja eine L-Lock-Voransicht drin. Genau. Man kann also das von vorher sehen, wie das ausschaut. Man nimmt neutral auf, kann aber vorher sehen, wie es aussieht. Ganz genau. Und es gibt ja auch zwei L-Luts eingebaut, die wir jetzt vorgegeben haben. Es soll in einem späteren Update die Möglichkeit geben, dass man da noch eigene importieren kann. Es gibt dann sogenannte LUTs oder Lookup Table Creators. Das heißt, dass man sich da so eine Software und da kann man sich das selber machen und dann später in die Kamera einzulesen. Oder man filmt ganz in L-Lock-Einstellung. Das Bild kommt ganz neutral in die Videosoftware rein. Also ganz flach an. Ja. Und legt dann diesen LUT in der Videosoftware drüber. Oben drüber, ja, genau. Dann hat man seinen eigenen professionellen Film. In der Kamera sind zwei zur Ansicht hinterlegt und damit man sehen kann, wie sowas ausschaut. Und wie gesagt, das ist auch, wir haben sehr viele Kunden, die auch die SL2 wie auch die SL2S jetzt sogar stärker als Videokamera einsetzen, als jetzt meine Wenigkeit als Fotokamera. Ich glaube, wir haben eben, Frau Kollegin, wenn ich mal eingreifen darf, das Bild vergessen, wo wir zeigen, wo es mit einem Videoobjektiv fotografiert worden ist. Können wir das nochmal zeigen, glaube ich, damit man es auch ein bisschen vorstellt. Das ist ganz hinten, oder haben wir es gezeigt? Das Thalia-Bild, sonst müssen wir es noch nachliefern. Also wir haben natürlich auch, ich weiß nicht, ob es eben zu sehen war, ein Bild, ich kann es mal sehen in der Vorschau, ich sage gleich Stopp, da kommt Thalia, genau das ist es. Das ist jetzt, das sind die Thalia-Objektive. Und das ist eben mit einem Sinne-Objektiv sozusagen aufgenommen. Ja. Und wenn man dann den Ausschnitt nimmt, dann sieht man, dass das natürlich ein super Effekt ist. Ja, klar. Das ist die Creme de la Creme, wie man filmen kann vor allen Dingen. Und das passt natürlich. Weil auch wenn man zum Beispiel im Film ist ja wichtig, wenn man die Entfernung ändert, dass das Objektiv nicht pumpt, sondern dass das ja gleichmäßig läuft. Und das ist der große Unterschied zum Fotoobjektiv. Und jetzt haben sich viele gefragt, wo hat denn Leica sein Film nach heute? Und wenigsten wissen, ich zeige das mal gerade in die Kamera rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sieht und ich das jetzt hinkriege. Oder die, Olaf, ich zeige es dir mal. Das ist die Leikina, die da ist. Und dann haben uns die Kollegen von, ich hole es mal auch von Sinne Wetzler, ich hoffe, man kann es sehen. Mal rüber. Den Henry, das ist ein Prototyp und zwar ein Rack hier. Die Kamera ist aufmontiert. Man kann direkt über Kabel ist sie verbunden. Man kann also hier auslösen und filmen damit. Wenn man das einklappt, passt das auch in die klassischen Racks hinein. Genau. Und was die Filmer, muss ein bisschen zurück. Ja, geht das? Durch den vorhandenen Schriftzug, aber der nicht mehr weiß unterlegt, sieht das jetzt sehr schwarz aus. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja. Das machen die Kollegen hier, ich meine, das Gebäude gegenüber wird das dann entwickelt. Und was ich auch nicht wusste, dass die Filmer ja vorher mit einem Art Sucher die Szenerie anschauen. Die sind sehr, sehr teuer. Ja. Und das kann man natürlich als Live-Sucher auch gut benutzen, um zu sehen, wie die Filmszene. Ein sehr nobler Sucher. Und man kann natürlich perfekt damit auch arbeiten, gar keine Frage. Na, das zum Thema Filmen dabei und in den Bildern. Ich lege es mal gerade wieder hier weg. Werde ich mal kurz aus dem Bild rausgehen. Und der Olaf ist jetzt zu sehen. Und dann haben wir in den nächsten Bildern, sieht man, wie dies im Video benutzt wird. Genau. Unter härtesten Einsätzen. Na, dann sieht man, klar. Ja,
Olaf, dann haben wir eigentlich so viel gesagt, was wir sagen wollen. Haben wir denn Fragen? Also immer, es kommen Fragen, die werden mir gleich geschickt und in der Zeit könnte ich vielleicht darauf hinweisen, also hier sieht man nochmal, wie so eine Kamera eingebaut ist. Wir haben ab Sonntag in unserer Leica Store Wetzlar Facebook-Gruppe einen Fotowettbewerb, der geht bis zum 10. Januar. Okay. Und wir haben eine tolle Jury und zwar echte Fotografen, was ganz selten ist. Ja. Die Sarah aus dem Story hier, der Michael Agel, der auch sehr bekannt ist, ein Top-Konzertfotograf. Olli Richter, der hier die Akademie leitet. Und man muss eigentlich nur in dieser Leica Store Wetzlar Gruppe ein Bild posten mit dem Hashtag Leica Store Wetzlar. Okay. Es wird morgen offiziell bekannt gegeben, ich bin jetzt einen Tag früher. Okay. Und es gibt außergewöhnliche Preise. Es gibt also keine Hardware zu gewinnen, haben wir gesagt, machen wir nicht. Aber das Siegerbild wird hier in Wetzlar im Store ausgestellt. Und es gibt eine VIP-Führung und es gibt Online-Training von der Akademie. Die ersten 10 Plätze kriegen eine Flasche Leitzwein vom Wettbewerb. Gibt es auch schon? ist ein Weingut. Und ich glaube, es ist auch mal ganz toll, seine Bilder von Fotografen, die es gelernt, dieses Handwerk gelernt haben, mal ganz weg von irgendwelchen Likes und so bewerten zu lassen. Und wir hatten die Idee jetzt mal in der Zeit. Muss auch mal sein. Thema ist vollkommen frei. Also es gibt kein Thema, es muss nur mit dem Hashtag Leica Store Wetzlar versehen sein. So, jetzt schaue ich mal, ob es hier... Noch zum Thema vielleicht was zu dem Update zu sagen. Generell, wir wollen ja auch im Frühjahr wird ein komplett nochmal großes Firmware-Update für die Kamera stattfinden und dann auch vielleicht so ungefähr 2 oder 2,5 Monate später dann nochmal für die SL2 auch. Nur das Gleiche nochmal, also das Gleiche, was als in die SL2S reinkommt, dann später auch für die SL2. Also dass man denkt, naja, wir machen da nichts mehr dran, sondern da ist noch... jede Menge Potenzial und wir sind auch mal gespannt, was Kunden uns auch nach den ersten Eindrücken der Kamera auch ins Ohr flüstern. Das ist immer auch ganz interessant und da wie die Strömungen so sind. Der eine möchte das, der andere möchte das. Und ich denke mal, was man realisieren kann und was sinnvoll erscheint. Also wie gesagt, und wir haben auch schon viele Vorschläge bekommen, wo man sagt, okay, der Vorschlag wurde von zig Leuten schon gewollt, muss man das dann auch einfließen lassen. Ja, dann gibt es die Frage, es klappt, wieso ist kein Klapp- oder Drehdisplay eingebaut, das hat was mit der Stabilität zu tun. Ja, man muss natürlich sagen, ich nenne jetzt mal zwei Kameras, die exemplarisch auch für große Robustheit aufstehen. Das ist einmal die Nikon D6 und einmal die EOS 1 DX Mark III, die ja sicherlich dem einen oder anderen geläufig sind. Und damit sind ja die einzigen Kameras von den jeweiligen Herstellern, die auch keinen Klappdisplay haben. Und das ist eigentlich der Hintergrund auch, warum wir das auch nicht haben. Ja, aber wie gesagt, man muss gucken, dass man dann auch so eine Stabilität hat. Und wie gesagt, man sieht ja, aber die anderen Mitbewerber haben ja ihre Kameras auch und alle mit Klappdisplay. Nur die zwei großen Boliden haben es nicht. Und das ist ein Thema. Ne? Wird es auch noch Updates für die 601 geben? Ich denke, das können wir auch nicht beantworten. Das kann ich jetzt nicht sagen. Können wir nicht sagen. Ich könnte mal trotzdem die Kollegen fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere, dass es doch nochmal was gibt. Weil in andere Objektive kommen und also, solche Sachen. Dann gibt es Grund zu hoffen, dass der Tracking-Autofokus durch ein Firmware-Update verbessert ist. Ja, das ist das Thema. Das ist das Thema. Ja. Wobei, wenn man den Autofokus richtig benutzt, der ist extrem schnell. Also, aber wie gesagt, es gibt manchmal Situationen, wo man sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel schnell bewegte Objekte, ich denke mal an Formel-1-Rennwagen, der nicht langsam ist, aber da ist es vielleicht mal günstiger, den Autofokus auf Tracking langsam einzustellen, weil die Bewegung ist ja kontinuierlich. Der fährt ja nicht mit 300 Kilometer auf sich zu und fährt links und rechts dann. Das macht er ja nicht. Sondern da muss man einfach gucken, dass man sich der Situation so ein bisschen anpasst. Und da, wie gesagt, bei meiner Tochter, die ja bei der Reiterei ist, die ja auch eine relativ konstante Bewegung hat, die reitet ja auch nicht im extremen Zickzack, während derjenige, der zum Beispiel Skateboarder ist, der hat natürlich schnellere, der langsamer ist als ein Formel-1-Rennwagen, das wird jeder glauben, aber natürlich ganz andere Richtungsänderungen hat. Und da kann es schon mal vorkommen, dass wir da vielleicht noch mal im Autofokus das eine oder andere, aber das ist den Kollegen schon bekannt und das ist eins der Themen, die wir aufgreifen werden,
auch nochmal Augen- und Gesichtserkennung, das wäre im nächsten Firmware-Update das schon aufgegriffen. Dann untersteht in so 3-4 Sätzen SL2S zu SL2. Wo würdest du die 3 wichtigsten Punkte sehen, wo der Unterschied ist? Ja, die wichtigsten ist halt, wie gesagt, der Sensor, die höheren ISO-Zahlen, die man etwa so 1,5 bis 2 Blenden, sage ich jetzt mal ungefähr. Klar, der Videomodus, wie gesagt, dass er jetzt mit einem anderen Codec etwas arbeitet. Mhm. Und eben die voreingestellten Lookup-Tables drin hat. Ja, und sonst? Also ja. Für den 24 Megapixel reichen ja die meisten. Ja, und man muss sich immer mal klar machen, wenn man zu Hause seine Bilder so betrachtet mit 24 Megapixel, zoomt da rein, dann zoomt man ja trotzdem nach wie vor in ein gigantisches Bild rein. Wir haben ja früher, wenn wir unser 30x40 Poster, sage ich mal, abgeholt haben beim Fotohändler, da haben wir das ja so angeguckt. Und heute gucken wir aus derselben Entfernung in ein Bild, was ja viel größer ist bei 100%. Und finden da immer noch irgendwas. Also da, wie gesagt, da sind andere Aspekte vielleicht wichtiger. Die Farbneutralität, dass man auch bei höheren ISOs arbeiten kann. Und wie gesagt, das sind so Dinge. Und ich hätte sie gerne jetzt, muss ich sagen, da ist natürlich eine Traurigkeit bei mir da. Aber bei dir ja auch, als Kölner und ich als Mainzer, bei der Fasnacht können wir es jetzt nicht. Da wäre die perfekt. Ich hätte sie gerne für die Saalfasnacht eingesetzt. Ja. Und da ich ja bei uns im Verein in Mainz ja die Saalfotografie ja betreibe und die ganzen Redner und so weiter. Und das wäre natürlich jetzt ein Highlight gewesen, jetzt in der neuen Kampagne in der Saalfasnacht die Kamera einzusetzen. Jetzt muss ich das auf das nächste Jahr. Nächste Kampagne verschieben. Ja. Aber dann die Frage, Leica SL, ich denke 601 und Capture One, muss die Kamera abgetötet werden? Nö. Nein, das geht direkt. Und wie gesagt, auch das Live-Bild wird dann kommen. Das heißt, man kann das vorher einstellen. Und man hat unendlich, wenn ich wirklich sage, eigentlich unendlich, meine ich das auch so, unendlich viele Möglichkeiten, Voreinstellungen zu machen, wo ich aus der Software die Kamera steuern kann. Was auch toll ist, was es noch auch gibt, wenn man unten gibt so einen Ordner, das heißt, da ist so ein Server, da braucht man gar keinen Server dafür. Man braucht nur sein iPad anzuwählen. Das heißt, man macht zum Beispiel ein Foto in Capture One, sieht das auf dem Rechner und wenn man 10 iPads hat, sehen die Bilder, ist dasselbe Bild rats, auf allen 10 iPads. Oder auf dem Smartphone. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden habe, eine Produktion habe, wo der eine da sitzt, der andere da sitzt, und ich nicht alle Leute direkt vorm Rechner haben will und die iPads sind in demselben Netzwerk verbunden, draufgedrückt, kommt das Bild sofort auf den Rechner und sofort auf die iPads. Dann natürlich SL2S und Leica M-Optiken, geht das gut? Das geht super, ja, das muss man sagen. Natürlich ist immer klar und da muss man auch ehrlich sein und das ist ja auch unser Anspruch, immer fair und ehrlich mit dem Kunden umzugehen. Ein R- oder ein M-Objektiv ist super an der SL2 oder SL2S. Das SL-Objektiv ist dann immer noch ein Tick mehr, weil das einfach dafür konzipiert ist. Und das muss man auch fairerweise dem Kunden auch sagen. Das sage ich auch. Und ich bin jetzt 20 Jahre da. Und in den 20 Jahren bin ich erzogen von meinen Eltern mit der Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden immer gut gefahren. Und das ist einfach, dann sage ich es auch, okay, M-Objektiv läuft super, SL-Objektiv läuft so ein Tick besser. Aber wenn ich eine M-Optik habe, ich habe natürlich Antiverwacklungstechnik mit einer SL2S, das ist sensationell und der Sucher manuell scharf zu stellen, das sollte man ausprobieren. Deswegen haben wir es ja in den Stores, wenn das irgendwann mal vorbei ist, dass man dann auch mal wieder kommen kann und sich das auch vor Ort live ansehen kann. Kann man ROM-R-Objektiv einer SL2 ohne Adapter einsetzen? Natürlich. Nein, ohne Adapter. Ach, ohne Adapter nicht, Entschuldigung, mit Adapter. Man kann sie aber manuell im Menü anwählen. Das heißt, wenn man einen Adapter hat, der das nicht überträgt, ist auch kein Problem. Das ist kein Problem. Nein. Dann wird das Objektiv mit durchgehenden 2,8 Blende geben. Zu zukünftigen Produkten kann man nichts sagen, weil da sind wir natürlich auch so ein bisschen. Aber eins kann man sagen, wir hören zu. Wir hören zu. Und wir wissen es. Genau, wir hören zu und wir wissen es. Ja. Was haben wir noch? Eine Brennweite kleiner als 21er und ein Makro. Ich sag mal, da gibt es so viele Makro, klar, höre ich immer wieder. Aber angeblich wurde eine Umfrage gemacht, dass momentan ist kein Makroobjektiv jetzt aufgrund auch der Stückzahlen zur Zeit rechtfertigen würde.
wir werden ja 28, 24 und 21 Objekte. Dann haben wir natürlich, wenn der Kunde unter 21 möchte, haben wir ja das Vario, das 1635. Aber zu sagen, unter 21, jetzt wie bei dem M-System, damals hat man ja einen 18er gehabt, das wird nie kommen, das würde ich jetzt auch nicht sagen wollen, weil das wäre. Ich kann jetzt auch nicht in die Zukunft sehen, aber die nächsten Objektive sind ja 28, 24, 21. Und wie gesagt, wer halt doch noch weitwinkliger braucht, der kann entweder ein M-Objektiv auch nehmen, dieses Tri-Elmar geht nach wie vor, 16, 18, 21 oder das 1635 direkt. Dann fragt ja einer, also wenn er ein System wechselt, wir haben ja durch die SL2S schon sehr viele Systemwechsler und wir merken auch, also bei der SL2 war es schon, bei der SL2S sind es noch mehr. Ja. Was bieten wir an Mehrwert? Kann man sagen, natürlich die Prime-Objektive sind sensationell von der Bildqualität, die sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Die Stabilität der Kamera. Man muss sich wirklich das selbst ansehen. Das Gefühl, ein Gefühl zu übertragen per Video ist immer sehr schwierig. Aber ich war ja, als ich damals zum ersten Mal mit Leica in Verbindung kam, da war ich 17, ja, das Anfassen hat mich ganz nervös gemacht, ja, positiv, ja. Einmal Leica, immer Leica. Na, das ist doch der Satz, das ist jetzt seit über 40 Jahren, das muss man sich klar machen. Und jetzt ist die Frage, R-Objektive, kann man die reparieren? Man kann hier in Wetzlar noch verdammt viel an R-Objektiven machen. Oh, also wenn man da was hat mit den Kollegen hier vom Customer- oder Kundendienst, Kontakt aufnehmen, anfragen. Und dann können die sicherlich, also es geht noch eine Menge. Also es ist nicht so, dass da nichts mehr geht. Das ist einfach, wofür steht das SL2, das S? Für super, haben wir eben schon gesagt. Manchmal das war dieselbe Frage, wie gesagt, als das Thema mit der Leica Q aufkam. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch keine Antwort gehabt. Ja. Und wenn man die Namensgeber gefragt haben, es war einfach ein Buchstabe, der frei war. Ja. Hieß es damals. Ja. Aber es ist ja auch okay. Und wie gesagt, bei S, da kann sich jeder seinen Wort auch dazu noch bilden. Also ich interpretiere es persönlich mit super, ja, weil mir die Kamera super gefällt, weil sie außerdem vorne jetzt nicht mehr weiß hat, sondern schwarz. Und an der Seite ist jetzt auch die, wo die Sensorlage ist. Das ist ja bei der SL2 nicht dran. Ah ja, die sogenannte Filmebene. Die Filmebene, ja, damit man weiß, wo das ist. Und also ich finde das eine gelungene Kamera, weil die einfach so schlicht ist. Also ich glaube, schlichter geht es ja schon gar nicht mehr. Und das ist das, was mir an der Kamera gefällt. Dann nochmal die Frage gewesen, wie lange kann man... Wie schlicht? Wie schlicht? Kann auch sein. Auch. Die Frage dann, wie lange kann man mit der Kamera filmen nochmal, bis die Speicherkarte voll ist. Bis die Speicherkarte voll ist, der Akku leer ist, was auch immer. Das sind die natürlichen Grenzen, die da sind. So. Ja, aber das wird kaum einer machen, weil man bedenkt, mach mal eine halbe Stunde, weil die ganze Zeit war dann 29 Minuten, über 29 Minuten einen Film am Stück drehen. Das machen ja aus dem Heimsektor kaum jemand. Ja, haben wir noch Fragen? Frage an die Regie. Kommt noch was? Kommt noch was? Eine Sekunde. Gibt es ein Testpaket für Profis? Da sind wir jetzt hier im Store auch überfragt. Ich glaube im Moment nicht. Nee. Testpaket? Leise. Also manche Händler bieten das an. Ja. Da mal vielleicht wäre mal. Oder in den Stores. Also jetzt von uns einfach mal anfragen. Einfach, in den Store, normalerweise, wir entscheiden das eigentlich immer von Fall zu Fall, dass man dann sagen kann, okay. Sich einfach mal melden. Ja, nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Dann kommt nur einer. Gibt es Aussicht auf HSS-Synchronisation mit Profoto? Das können wir nicht beantworten, weil... Da ist man am Arbeiten an der Sache. Profoto ignoriert man nicht. Das ist ein Thema, das uns schon ein paar Tage verfolgt. Das stimmt. Das ist sehr professionell alles, muss man sagen. Ja. Also für die jetzt so ein bisschen zusehen. Ja. So eine Kamera hat einen ganz breiten Kundenanweis. Das ist, ich sag mal, der ganz normale Fotograf, also den wir hier haben. Bis jetzt so hochprofessionell. Ja. Und all das muss die abdecken. Und die Kollegen sind da auch, wie heißt es... Die wissen, was da zu tun ist und dass man jetzt da mal vielleicht zügig zum Porto kommt. Ja. Tja, haben wir noch was? Ja, dann haben wir da Olaf und ich so eine kleine, ausgedacht hier. Da das ja die letzte Sendung dieses Jahres ist. Ja. Und wie sagt der Kölner, denk an die Mütz. Denk an die Mütz. Setzen wir uns hier die Mütze auf und wünschen Ihnen
So. Oh, die Kamera sehen wir jetzt hier. Ganz tolle Weihnachten und feiern Sie mit Ihren Familien. Wir freuen uns, wenn Sie bald wieder uns im Store besuchen, kommen und wünschen Ihnen ruhige Foto-Weihnachten. Nutzen Sie die Zeit, vielleicht auch zum Fotografieren, das wird uns sehr freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr vor Ort wieder sehen. Und ja, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kundschaft draußen, sehr treue Fangemeinde. Wirklich. Sensationell, das, muss ich das sagen. Das berührt einen sehr teilweise und das freut einen sehr. Noch zu den Kameras, die hier vorne stehen. Ich glaube, das haben wir eben nicht erklärt. Vielleicht, also hier auf meiner Seite steht die Seriennummer 001 der R4 Gold. Also L00, wirklich die erste. Die erste von 1000 Stück. Von 1000 Stück. Und auf deiner Seite steht die MAS-10. Genau, die ist halt, hat diesen Look in den Fotos, wie sie eben ein Filmer gerne hätte. Ja, also deswegen ist das halt, eigentlich ist es sehr speziell, aber die damit wirklich dazu einen Draht haben, die werden das lieben. Ganz tolle Bilder machen. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt noch gleich ein kurzer 3-Minuten-Film von Marc Stickler. Ist ein toller Fotograf, der auch vor 2 Jahren hier einen Vortrag gehalten hat. Der ist leider auf Englisch, aber ich glaube, man kann ganz gut folgen. Und den haben wir uns ausgesucht, weil er wirklich, also Marc Stickler ist ein super Typ, super Fotograf. Und ansonsten sollte man auch mal ein bisschen auf seine Seite gehen. Und dann wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und ja, bis nächstes Jahr hoffentlich hier im Store. Alles klar. Ciao. Tschüss. I'm Marc Stickler, and I'm a photographer. I believe to stay creative is one of the essential parts within photography, and the way I can achieve that is basically just doing things, you know, and doing things differently. The most I learned are from my mistakes and from the downs, and when you have eventually some ups, you appreciate them much more. And I guess there lies all the creativity you need. My passion for photography started due to my scientific research, which I was able to do in the Bahamas with sharks, with mountain gorillas in Uganda, and then finally to live for 1 year in the African bush in the Okavango Delta. What I really like about the SL2S is that I don't have to worry about the camera within harsh conditions because it's protected against all influences I face when I'm out there in the field. To not get distracted by technology rather than focus on what's really important and that's right in front of you. In my opinion, it's not so much anymore about the image. It's more about spending the time within the nature and transforming your emotions. Then when people are looking at a specific image, that they feel something, so that the emotion is carried on through the image. So when I also think about photography, I think about struggling, but struggling in a good way. Struggling to get the specific light you want. You have to climb mountains for it. Sometimes you have to dive very deep in order to get a specific animal. Situations change very fast once you're out there in the wild. The SL2S gives you the opportunity to react quickly on those changes. When you know exactly what you want to achieve with your photography, you will go the extra mile. You will sweat, you will have tears, but then you will feel extreme joy once you achieved it and you are living in the moment. I think this is very essential for me when I do photography. It's not hiding behind a camera or a lens. It's like I feel vivid. I feel being within the moment, and this moment I will treasure for life, and that makes it so special for me.